Konohamaru. Dann boxe ich Konohamaru mal in die Akademie zurück. Obwohl, zu dem Zeitpunkt ist er ja immer noch in der Akademie. Hä? Ist mir jetzt schon das zweite aufgefallen. Das ist recht selten, dass ich schaffe, bevor Konohamaru den Boden berührt, dass ich dann schaffe, noch einen extra Hit zu hauen. Aber jedes Mal, wenn ich dann versuche, die Attacke des Gegners zu kontern, werde ich selber gehittet. Weird. Aber gut. Noch ein Level up. Naruto wird immer mächtiger. Und damit wird auch das Game immer leichter. 36. Wer kommt jetzt? Kabuto. Also jetzt geht's wieder in Richtung Villenschiene. Wer kommt da noch? Orochimaru? Sasuke vielleicht? Den hier muss man glaube ich noch gar nicht kämpfen. Kein Selfie. Du slackst aber. Wir fallen aber noch kaum noch Villains ein, ehrlich gesagt. Okay, gut, Akatsuki. Stimmt, Kisame Itachi halt. Mal gucken. Oh, Drunken Lee. Das ist interessant. Drunken Lee ist auf jeden Fall eine Challenge. Lee's Drunken Master Fist. Bestätigt aber die These, dass wir tatsächlich gegen Awakened-Charaktere noch kämpfen. Hat einen der coolsten Movesets überhaupt. Kann man, soviel ich weiß, tatsächlich in den späteren Alt-Ninja-Teilen nicht mehr spielen. Also ich meine auch 4 und 5. Da kann dann Lee nur zu seiner 8 Inner Gates, 8 inneren Tore-Version werden. Und in den Storm-Teilen gibt es den Drunken Lee gar nicht. Da gibt es auch nur den 8 innere Tore Lee, was sehr schade ist. Okay, jetzt kommen alle Awakened am Stück. Anscheinend. Also wir skippen Orochimaru? Also Orochimaru hat keine Awakened vor. Mal gucken, ob der da noch irgendwann kommt. Aber Orochimaru gab es auf jeden Fall vorher als Gegner noch nicht. Aber ich merke gerade. Nee, doch nicht. Alles gut. Ich dachte, er hätte gebuffte Verteidigung. Aber er hat nur ein Item eingesammelt oder benutzt. Was seine Verteidigung gebufft hat. Aber jetzt wird es langsam interessant. Wir kommen jetzt schon
es geht Richtung Endgame, also vielleicht ist 50 doch das Letzte. So, 39. Wer kommt jetzt? Gaara in seiner Shukaku-Form. Interesting. Blocken ist nicht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, auch wenn es nicht dran steht, dass diese Form ein bisschen stats-wise gebufft sind. Weil mir kam es vor, als hätte er bessere Defense als ja, so reguläre Gegner. Beziehungsweise nimmt weniger Schaden. Weiter. So. Der Endboss von 40. Ich sage, es ist Manda. Ja, es ist Manda. Okay. Wer bleibt uns dann nochmal für 50? Irgendwer war da noch. Haha. Oh. Das war knapp. Oh Gott. 240p, Manda. Nein. Hör auf! Okay. Der ist der assigste von allen, die ich bis jetzt gefaced habe. Und er schreckt anscheinend nicht mal zurück. Nee, nicht so richtig. Also nicht offensichtlich. Mann, der hat auch eine richtig scheiß Hitbox. Wenn du zu tief springst, dann triffst du den nicht. Ja, der ist assi. Okay, so kann man den gut in einem Loop kriegen. Ja, okay, das ist die Strategie. Wenn man einmal den Dreh raus hat, dann zack. Ja, aber wen habe ich denn da noch gedacht, den es da gibt? Da war da noch jemand mit einem Giant. Dachte ich. Kiba, Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Shukaku fehlt. Den habe ich definitiv noch nicht bekämpft. Natürlich. Du hast Schrift über Schattenpersonifikation Teil 2 erhalten. Die Schriftrolle erklärte die Verwendung des Jutsu Schattenpersonifikation. Du kannst das alternative Jutsu Schattenpersonifikation 2 anpassen. Klingt nach was Shikamaru benutzt, I guess. Aber okay, ich glaube, wir sind auf dem Endspurt. Sasuke Cursed Mark 2 und dann kommt vielleicht Naruto in seinem Kyuubi Chakra 2 Mode. Und was dann kommt, Beyond Me. Mann, ich will dich aber equally facen. Du Arsch. Mann! Ja. Geht doch. So, Sasuke, jetzt machen wir mal einen richtigen Fight. Wie im Anime.
Nur, dass er viel kürzer wird. Obwohl, der Kampf Naruto gegen Sasuke in diesen Formen war auch sehr kurz, weil er einfach instant vorbei war, weil direkt das Chidori gegen Rasengan-Duell kam. Danke, dass ich ausweichen durfte. Ach, come on. Wie komme ich denn jetzt auf an Chakra? Auf mich zu verfolgen! Na, das ist doch asozial! Ja. Mann, die Hitbox ist auch so scheiße. Ich hatte ihn fast. Ja, fick dich. Chakra-Mangel akut. Man kann halt solche Kämpfe nicht richtig machen, weil man einfach viel zu mächtig ist. Wenn ich versuchen würde, seriously Sasuke mit allen möglichen Moves aus diesem Fight, den es da im Anime gab, zu hitten, wäre er instant tot. Und dann geht mal das Chakra aus und ich muss dann wiederum Sasuke hitten, um Chakra aufzubauen. Okay, langsam. Langsam ist Guy zufrieden. Naruto Chakra Mode 2? Ja. Was kommt danach, though? Also, wie gesagt, wir haben noch nicht Orochimaru gefaced, das weiß ich for sure. Und beim Rest weiß ich gar nicht. Und werden wir noch nicht gegen Gai gekämpft. Sonst hatten wir, denke ich, alle. Jo, Alter. Der benutzt ja instant das Jutsu des Tausches, wenn er kann. Finde ich definitiv viel stärker als Sasuke. Wie viel der gedodged ist. So, was kommt jetzt? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also ich glaube, uns fehlen nur noch Orochimaru und Gai selber, die wir noch nicht bekämpft haben. So, 43. Wer kommt? Tsunade? Stimmt. Und wir hatten die noch nicht, die Hokage, die habe ich total vergessen. Okay. War doch kein Assi. Nee, abwehren ist nicht zu nahe. Kann nicht so schwer sein, das sich zu merken.
Okay, das heißt, es geht tatsächlich wahrscheinlich bis 50. Und der End. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Endfight Shukaku ist. Da hätte ich doch als Endfight lieber Manda genommen als Shukaku. Wie kommt man denn auf Shukaku?